Ah, Richtung Bergturm. Das ist schade, es wird nicht gesungen. Ich hatte gehofft, wir müssen jetzt... Aber wir müssen nicht mehr da runter. Also wahrscheinlich hätte man schon noch runter können, aber... Bitte verzeiht mir, wenn ich jetzt den Gang nicht nochmal mache. Raus hier. Während der Barde sich daran machte, seinen Auftrag zu erfüllen und die Prinzessin zu retten, ließen seine Gegner nichts unversucht, seine Bemühungen zunichte zu machen. Cathbart hat versagt. Dieser Barde hat den Bergturm erreicht. Luke sollte mit ihm zurechtkommen, aber nehmt einige der Brüder mit und sorgt dafür, dass er diesen Turm nicht lebend verlässt. Jawohl, Herr. Seht zu, dass ihr nicht auch versagt. Setzt alle nötigen Mittel ein, um ihn aufzuhalten. Ihr wisst, was auf dem Spiel steht. Wie ihr befehlt. Luke? Hearn ist also tot. Aus ich keinem war schon anderen immer Grund der Meinung, würde ich eure dass Macht stören. Ich war schon immer der Meinung, dass er schwach war. Wird der Mann, der Hearn besiegt hat, als nächstes zu mir kommen? Er ist bereits fast bei euch. Es ist lange her, dass ich es mit einem wirklich schwierigen Gegner zu tun hatte. Ich freue mich schon auf ihn. Unterschätzt den Mann nicht, Luke. Er ist gut. So gut wie ich? Das bezweifle ich. Es mag euch unmöglich erscheinen. Dennoch möchte ich euch nahelegen, Vorsicht walten zu lassen. Ich werde euch meine Diener zur Unterstützung schicken. Nur für den Fall. Ihr beleidigt mich. Ich werde mich um dieses Problem kümmern und ich werde es ohne eure Hilfe tun. Ich werde mich bei euch melden, sobald er tot ist. Unerträglicher Kerl. Dennoch erfüllen solche Männer ihren Zweck. Nicht wahr, Finnick? Ich habe mich schon gefragt, wann ihr wieder zu euch kommt. Allerdings hatte ich gehofft, auf eure Gesellschaft noch etwas länger verzichten zu können. Ihr habt euch kaum verändert. Ihr hattet wirklich noch nie Anstand und Manieren. Mein Held wird mich befreien, Finnick. Denn ich habe endlich den richtigen Mann dafür gefunden. Wir werden sehen. Wenn mein Held zu stark für eure Männer ist, vielleicht solltet ihr ihm dann persönlich entgegentreten. Seid endlich still. Oder könnte es etwa sein, dass ihr euch von diesem Gefängnis, in dem ihr mich eingesperrt habt, nicht entfernen dürft? Dass ihr viel von eurer Macht allein dazu einsetzen müsst, mich gefangen zu halten? Ich frage mich, ob ihr dann auch stark genug sein werdet, den Barden zu besiegen, wenn er hier ankommt. Genug jetzt. Meine Macht ist mehr als ausreichend für euch und den Barden, Prinzessin. Merkt euch das. Hey! Und damit geht's weiter. Übrigens, der Controller läuft jetzt schon relativ lang stabil. Ich bin... Jetzt wird gesungen. Wenn ich ehrlich sein soll, hätte ich nicht damit gerechnet, euch hier zu sehen. Glückwunsch, dass ihr es so weit geschafft habt. Vielleicht steckt ja doch mehr in euch, als man auf den ersten Blick sieht. Den mögen wir nicht. Ihr ahnt ja nicht, wie sehr es mein Herz erwärmt, so etwas von euch zu hören. Gebt mir einen Augenblick, das in mein Tagebuch zu schreiben. Immer geistreich, was? Euer Spott wird euch nicht helfen. Ja, doch. Mutige Worte von jemandem mit einer kleinen Armee hinter sich. Habt ihr so viel Angst vor mir? Wir werden sehen, wie viel Angst ich habe. Überlasst den Barden mir. Macht euch bereit! Mach ihn fertig, Cathbart! Zeig's ihm! Ihr könnt wie ein altes Weib! Besser als wie ein Troll zu kämpfen. Wir sind uns relativ sicher, dass Cathbart gleich... Darum geht, ne? Ich halte dagegen. Hörte ihn! Quetsch ihn! Hörte ihn!
Es hat bestimmt wehgetan. So, und ihr? Ja, das hat sich ja rentiert. Aber bitte jetzt keine Eisschollen-Action mehr. Darauf hätte ich jetzt so gar keine Lust. Haben wir wieder Wölfe? Sowas in der Art. Okay. Fuck, was machen die? Autsch. Kommt da mal jemand? Okay, die sind ein bisschen heftig. Da hätte ich gerne... Das ist halt der krasse Angriff, was die da haben. Wenn meine Bogenschützin besser wäre. Also die mit der Armbrust. Die mit der Brust. Sorry. Sie hat stehen gesagt. Okay, jetzt ist Schluss hier. Fuck. Schau mal, dass es nicht 20 auf einmal werden, Leute. Ach, sind das Draw? Ah, das sind Draw, okay. Dann können wir ja drauf. Die sind ja so generell eher unkritisch zu betrachten. Fallen lassen. Ist hier in der Ecke noch irgendwas? Da wäre ich ja auch hergekommen, theoretisch. Auch mal wieder speichern. Speichern ist ja so hier in dem Spiel gar nicht mal so schlecht. Zack. Da ist der Wind los hier. So, wir können nach links und nach oben. Nach oben sieht es nach einem Weg aus, wo wir hin müssen. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal nach links und gucken, ob... Oh, Schweineschnauzen. Ich da was? Oh, ganz offensichtlich. Attacke! Eine Reiter. Oh, wo schießt denn du hin? Ah, diese Rampage-Dinge hier. Geld, 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 Geld. Nicht viele, ne? Und sich das überhaupt hier? Was ist das denn? Na super. Da ist, oh. Was wir sehen? Da leuchtet irgendwas? Nee. Nee, hier ist nichts außer einer Wand. Wand, Wand, Wand. Macht ja nix. Alles gut. Solange es hier vorwärts geht. Ich bin echt happy, hier mit dem Let's Play wieder weitermachen zu können, weil der Controller wieder läuft. Das ist wieder ein ganz anderes Spielen. Zu wissen, dass das technisch wieder alles in Ordnung ist. Hey, hey, hey!
Ja, ein Bogen ist ja einfach keine Nahkampfwaffe. Das kriegt man in dem Spiel immer wieder verdeutlicht. Ja, die gehen da echt wie die Fliegen gerade down. Ja, ich bin echt froh, dass ich damals diesen Bogen gefunden habe. Ich weiß nicht, ob ich den zwischendrin irgendwann mal wieder gefunden hätte. Was? Hab ich gehauen und ist umgefallen. Das lobe ich mir. Ich weiß nicht, ob man zwischendrin den Bogen gefunden hätte. Aber wenn der crittet an so einem Draw, dann ist das halt einfach das Schicksal besiegelt für das Viech. Und das war nur, das nächste Level abkommt. Ich bin schon mal an, da unten sollte man relativ Zeit machen will. Bäumchen. Nur Finanzen. Nur Geld, Geld, Geld. So. Einmal rum. Dann geht's da oben weiter. Aber die holen wir uns auch noch schnell. Machen wir ein bisschen sauber. So. Ist ja alles XP. Das wollen wir dazu sagen. Das ist alles Kohle, 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 Kohle. Oh, das war gut. Heilung. Heilung. Das ist so lustig. Heilung. Kohle, Kohle, Kohle. Oh, ein bisschen Geld gab's. Mann, wann geben wir das alles wieder aus? Heilung. Heilung. So, jetzt geht's in irgendeinen Turm. Ihr wisst, was das bedeutet. Turmebene 1, Turmebene 2, Turmebene 3. Der Barde hatte sich durch Eis und Schnee zum Bergturm vorgekämpft. Darin erwartete ihn sein bislang tödlichster Gegner. Der Bronzekrieger Luke, zweiter der Turmwächter. Was ist hier los? Oh, ich ahne Schreckliches. Da oben ist er. Luke. Ich habe mich gefragt, wann ihr wohl hier auftauchen würdet. Ich warte schon eine Weile auf eure Ankunft. Ich bin natürlich Lou, der Wächter dieses Turms. Und ihr seid der Mann, der den alten Hörn alle gemacht hat? Ihr wirkt ein bisschen schwächlich auf mich. Alles Ansichtssache. Könnten wir die Sache hinter uns bringen? Ich habe eine Prinzessin zu retten. Und je eher ihr besiegt seid, desto eher wird sie... Naja, können wir es hinter uns bringen? Prinzessin? Ha 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 ha! Ich bewundere es, wenn ein Mann für die Frau stirbt, die er liebt. Wer hat was von Liebe gesagt? Bevor wir kämpfen, gibt es ein paar Formalitäten zu beachten. Zuerst einmal, würdet ihr umkehren? Umkehren? Nicht nach allem, was ich durchgemacht habe. Eine Umkehr kommt nicht in Frage. Ich hatte gehofft, dass ihr das sagen würdet. Seht euch meine Arena an. Beeindruckend, nicht wahr? Allein der Anblick macht einen Kampf bereit und bringt das Blut in Wallung. Es gibt nur zwei Dinge, die mein Blut wirklich in Wallung bringen. Das eine davon könnt ihr euch nicht leisten und das andere wäre gesellschaftlich nicht akzeptabel. Können wir jetzt anfangen? Oh, so leicht ist das nicht, mein Freund. Erinnert ihr euch, dass ich Formalitäten erwähnt habe? Ihr müsst euch erst als würdig erweisen, bevor euch die Ehre zuteil wird, gegen mich anzutreten. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, das mit dem würdig erweisen zu überspringen, könnte ich... Beginnen wir ganz leicht. Nee. Ein echter Mann sollte meine Handlanger besiegen können, bevor die Zeit abläuft. Timed Battle, oder was? Okay, ich bin hin. Krieg ich bitte eine Waffe in die Hand? Warte mal.
Loot, 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 loot! Ich will meine Loot. Sehr gut, aber meine kleine Schwester hätte das auch geschafft. Machen wir die ganze Sache ein wenig interessanter, ja? Na, ein Aufstieg. Super. Fuck! Fuck! Wie krass waren die denn? Ich beginne zu erkennen, warum ihr Hearn bezwungen habt. Lasst uns sehen, wie gut ihr wirklich seid. Ich brauche Heilung. Aber schnell. Ich steig mal kurz auf. Entschuldigung. Je stärker der Barde ist, desto mehr Schaden kann er mit Nahkampfwaffen anrichten. Ich brauche, glaube ich, Geschick. Eine hohe Geschicklichkeit erlaubt es dem Barden, mehr Schaden mit Fernkampfwaffen anzurichten. Ein gutes Rhythmusgefühl ermöglicht es dem Barden, magische Lieder virtuoser zu spielen und so die Werte herbeigerufener Wesen zu erhöhen. Ein Fernangriff, bei dem mehrere Pfeile abgefeuert werden, die ihre Ziele durchschlagen, wird mit dem Talent Fernkampfwaffen eingesetzt. Holen wir uns den mal. Wir sind eh auf einem Bogen unterwegs. Gemacht, sehr schön gemacht. Nicht ganz so gut wie meine Bestzeit, aber dennoch ausreichend. Ich frage mich, wie ihr wohl mit einem ausgewogeneren Angriff zurechtkommt. Loot, loot, loot. Oh. Was ist das? Schafft mir die mal vom Hals, bitte. Könntet ihr mir den mal bitte vom Hals schaffen? Leute! Leute! Ja, geht's denn noch gut? Gottes Willen hier. Ich kann sehen, dass ihr tatsächlich gefährlich seid. Vielleicht ist eine neue Art von Test angebracht. Was? Die Uhr läuft nicht? Sind eure Spiele schon vorbei? Gerade begann es mir Spaß zu machen. Oh, ein Spiel habe ich noch. Es wird euch gefallen. Ganz sicher. Das Ziel ist ganz leicht. Ihr müsst es nur lebend bis zur Turmspitze schaffen. Dann bis dort oben. Das hoffe ich. Ich würde euch liebend gern selbst erledigen, aber ich bezweifle, dass ihr das Zeug dazu habt, es zu schaffen. Grüßt und herzlich willkommen, des Baden Ruf hab vernommen. Hier seht, es gibt auch anderes Zeug, so schaut euch nur um und ich hoffe es erfreut. Zum einen gibt's hier den Rest der Playlist, dort drüben klickt ihr, falls ihr noch was vermisst. Zu guter Letzt kommt noch das Beste zum Schluss. Ein Abo hier unten, doch das ist ganz klar kein Muss. Es freut mich, dass ihr noch da seid. Wenn schief geht, dann tut es mir sehr leid. Ich weiß, was soll ich nur tun?
wie sonst käme ich je zu Reichtum und Ruhm. Glaubt mir ruhig, schon viel was getan, gebracht hat es nichts, mein Liebling spontan. Und falls ihr es bis hier echt auskannten habt, dann gebührt euch Respekt, und das ist ein Fakt. Und vielen Dank, es erfreut mich sehr, schaut wieder vorbei, denn bald gibt es noch mehr. Ein Däumchen nach oben, dann gibt's auch einen Kuss. Jetzt wird der Blödsinn aber groß, also ist jetzt mal Schluss.